Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und zwar ist heute die Pink Box Love Letter Edition bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Pink Box ist eine monatlich erscheinende Abo-Box, Beauty-Box, die ab, ich glaube, 13,45 pro Box und Monat kostet. Wir haben hier drin 5 Beauty-Produkte und irgendwie auch immer noch ein Goodie mit dabei, also eigentlich sind es 5 Produkte. Und ja, da haben wir auch manchmal so Food-Produkte und so mit dabei, ne? Und ja, ich finde die Box sehr schön. Preis-Leistung ist hier immer eine ganz gute Geschichte. Wir haben ja auch immer sehr viele Full-Size-Produkte drin. Drogerieprodukte sind ja auch gut drin vertreten. Also das ist schon eine coole Box. Und seit diesem Jahr haben wir ja auch ein anderes Format. Also die ist ein bisschen größer geworden. Und ich bekomme sie in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie hier vorstellen zu können. Vielen, vielen Dank an das liebe Pinkbox-Team nochmal an dieser Stelle. Und ich bekomme zwar nicht noch eine zweite, die ich verlosen kann, aber ich verlose ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket an einen von euch. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Yo, warum meine Haare heute ein bisschen voluminöser sind? Ich bin in letzter Zeit öfters wieder oben am Renovieren. Jetzt gerade bin ich hart dabei, überall so zu spachteln und zu schleifen und so. Ja, ich habe ein bisschen Spachtelmasse und Baustaub in den Haaren. Ich habe mir gerade noch ein bisschen Make-up drauf gemacht, um hier ein Video zu drehen. Ne? Also das ist so gerade mein Geheimtipp an dieser Stelle. Ich freue mich auch auf die Dusche tatsächlich nachher. Ich bin jetzt aber einfach gespannt. Hier, Valentinstags-Edition ist klar. Ne? Wir haben Love Letter, steht schon direkt drauf. Wir haben Herzchen mit dabei. Und wir gönnen uns mal die Box von innen. Im Deckel steht nichts drin. Aber ich finde das richtig geil, dass sie so groß geworden ist. Ne? Weil für so eine günstige, das ist ja eine der günstigsten Boxen, die monatlich so erscheinen. Ne? Das ist schon geil. Kriegst du richtig was für dein Geld eigentlich. Rieche ich aber nichts raus. Wir haben kein Schleifchen mehr, aber wir haben ein Seidenpapier, was mit einem süß, mit einem Klebi zugemacht ist. Send with love, also gesendet mit Liebe. So. Mal gucken, ne? So, mal gucken. Ja. Ja, mein Gehirn habe ich oben auch eingespachtelt. Dann habe ich hier ein Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Da gucken wir gleich mal rein. Und hier sind dann noch ein paar Gutscheincodes mit dabei. Und das haben wir, glaube ich, immer in den Valentinstagseditionen. Hier sind auch noch Karten mit drin. Die gucken wir uns aber gleich nochmal an. Ich weiß nicht, ob die auch mit einem Preis aufgeführt sind. Ich möchte zuallererst ganz gerne mal gucken, was die Boxenpacker sich so überlegt haben. Ne? Was so und das Motto machen soll. Liebe Pink Lady, die neue Pink Box ist eine Liebeserklärung an dich selbst. Ich finde es cool, dass die Boxen jetzt auch wirklich weg von diesem Valentinstag, du hast jetzt bald ein Date gehen, und hin zu lieb dich doch einfach mal selbst. Das finde ich sehr positiv und da ist die Pink Box auch nicht alleine mit und das finde ich wirklich sehr sympathisch. Du bist perfekt. Jede Pink Lady ist auf ihre eigene Art und Weise vollkommen. Denn sie zeigt Größe und beweist Mut, weiß, was sie braucht und hört in sich hinein. Ja, mache ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag, wenn ich ehrlich sein darf. Mutig bin ich auch nicht so unbedingt. Ich bin auch oft einfach eine kleine Schissbuchse. Größe zeigen erfordert Mut, ne? Auch das ist nicht immer einfach. Und ich weiß schon, was ich will und was ich brauche, ja. Und ich höre super selten in mich hinein. Also das habe ich jetzt in den letzten Monaten mehr gemacht und auch gelernt tatsächlich, aber habe ich jetzt nicht so als Lebensgrundsatz. Ne? Ich sollte es eher machen, aber vergesse es oft. Das ist doch Anlass genug, dir einfach mal selbst eine Liebeserklärung zu machen, oder? In dir zu danken und stolz auf dich zu sein, dir selbst den Rücken zu stärken und dich nicht zu verstecken, dich zu verwöhnen und das als selbstverständlich zu sehen, dich zu lieben und zu akzeptieren. Mit dieser neuen Pinkbox Love Letter kannst du dir genau das täglich bewusst machen, denn sie ist eine wahrhaftige Liebesbotschaft. Mit sinnlichen Düften, geschmeidigen Texturen, glänzenden Farben und süßen Statements beweisen sie dir, wie toll du bist. Du hast es dir verdient. Love is in the Airbox. Wir wünschen dir viel Spaß beim Entdecken und Testen der Produkte. Dein Pinkbox-Team. Ist auf jeden Fall schon mal fancy-pancy cool geschrieben. Ne? Ich mag es auf jeden Fall. Und wir haben hier auch nicht nur die Produkte aufgeführt. Manchmal haben wir auch Alternativprodukte. Da muss ich mal gucken, ob es Alternativprodukte dann gibt. Ne? Dann auch nochmal hier. Du kannst hier Pinkbox-Community-Mitglied werden. Die haben auch immer tolle Aktionen. Im Dezember und im November hatten die auch Aktionen. Da hast du sogar einen gratis Adventskalender oder so gekriegt, wenn du die Box abonniert hast. Richtig cool.
Dann steht hier noch was über Selbstliebe, ein Liebesbrief an dich selbst. Das ist natürlich auch, ne, so, ja, das ist schon cool. Ich glaube, den schreibe ich mir wirklich mal. Ist nicht verkehrt, ne? So, Box, reingucken. Karten, habe ich schon angeteasert. Verwende ich als Verlosungskarten. Da schreibe ich ja immer, wenn ich selber von hier aus was verschicke und es nicht vom Kooperationspartner kommt, so ein paar Zeilen halt mit dazu. Genau, mache ich halt gerne handgeschrieben. Es sind zwar keine individuellen Zeilen, aber immerhin sind es handgeschriebene Zeilen, ne? Aber ja, das wird, also ich könnte mir gar nicht so viel unterschiedliche Sachen ausdenken, muss ich gestehen. Aber alles ist gut, ihr wisst, was ich meine. Genau, ich habe Herzchen, finde ich total süß. Love Letter, finde ich auch total super. Und Send with Love, finde ich einfach auch sehr passend. Doch, da habe ich auf jeden Fall Verwendung für, ne? Ich glaube, da hat jeder auch irgendwie Verwendung für. Kartenschreiben ist immer eine schöne Kiste. So, wir starten mit Food und das finde ich schon mal mega. Die habe ich schon öfters gehabt, die Upsala, und auch verschenkt. Die gibt es als Schmetterlinge. Jetzt habe ich hier meinen Tisch versaut, ne? Die gibt es als Schmetterlinge, wie hier. Die gibt es auch als Kronen und die finde ich einfach extrem lecker und die werde ich mir heute Abend reinziehen. Und das sind diese Beauty Sweeties. Und da sind nämlich nicht nur, dass sie lecker sind, sondern die sind auch irgendwie gesund, weil du das Coenzym Q10 damit drin hast, Aloe Vera und Biotin. Jo, also sollte ich dann halt auch wirklich von innen schön machen. Finde ich klasse, ne? Dass es sowas gibt. Die sind doch gar nicht so super teuer. Also sowas kann man sich auch, glaube ich, im DM oder im Rossmann so kaufen. Und die sind halt hammermäßig lecker, ne? Oh, richtig, richtig lecker. Richtig geil. Freut mich. Tolles erstes Produkt. Dann habe ich hier Betty Barclay Dream Away, eine Cremedusche, 75 ml. Die hatte ich auch irgendwann mal bei Douglas als Goodie mit dabei. Habe die aber, glaube ich, in eine Verlosung gegeben. Riecht wirklich gut. Ja, kann ich jetzt hier nicht rausriechen, aber ne, die riecht wirklich gut und die reinigt die Haut. Das ist natürlich super bei einem Duschgel, ne, und macht ein sanftweiches Hautgefühl. Ja, finde ich super. Vielleicht werde ich die auch wirklich jetzt mal verwenden. Ich muss mal gucken. Ich wollte jetzt, da hattet ihr mich nämlich nach gebeten, also sowohl auf Instagram, da könnt ihr mir übrigens auch gerne folgen, ne, Aedua IP, Claudia rückwärts und ein P dahinter, heiße ich, folgt mir da gerne. Da poste ich zum Beispiel Close-Ups von diesem Look und dann auch so mit Swatch-Bildern von der Palette habe ich jetzt auch so angefangen, dass ich sowas machen möchte. Genau. Und ich teste mich nämlich aktuell alphabetisch durch meine Lidschattenpalettensammlung und bin gerade bei LV Lethal Cosmetics und da habe ich die Lethal is Dead Palette gerade auf meinem Auge drauf. Fancy, fancy, ne? Und genau, was wollte ich sagen? Genau, da habt ihr mich darum gebeten und unter meinem Aufgebraucht-Video, dass ich in nächster Zeit vielleicht mal ein paar mehr Drogerieprodukte auch mal mit euch zusammen ausprobiere, also auch Pflegeprodukte. Und da muss ich mal gucken, Betty Barclay, ich glaube, das gibt's. Das ist das in der Drogerie. Muss ich mal schauen. Also da habe ich jetzt hier nämlich auch mir schon einiges organisiert, dass ich das demnächst mal wirklich vermehrt, Isana, Balia und so, dass ich mich da mal drauf stürzen werde. Wir gucken mal weiter. So, was rede ich heute eigentlich viel? Keine Ahnung. Habe wohl nicht genug Worte gehabt heute. Von Parsa habe ich hier nämlich was drin. Das ist voll mit diesen Krüppelpapierviechern. Gut geschützt, ne? Perfekt manikürte Nägel. Das ist eine Nagelschere. Das finde ich cool. Ja, ne, also Parsa Beauty, da haben wir öfters auch mal so Haarprodukte drin gehabt. Und jetzt haben wir hier so eine wunderschöne pinke Nagelschere. Ich hoffe, dass die auch stabil genug ist. Genau, ne, aber das werde ich mir mal angucken. Kann ich mir jetzt doch angucken. Ich meine, wofür sind wir denn hier, ne? Nicht zum Spaß, Leute, nicht zum Spaß. Oder vielleicht ein bisschen. Okay, das kommt hier gerade nicht ganz so gerne raus. Hallo. Also, so, Nee. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hören könnt. Ne? Die ist sehr schwergängig hier nämlich. Ah, das mag ich nicht so gerne leiden. Nee, die ist leider nichts für mich. Also da brauche ich halt wirklich sehr, sehr krasse Nagelscheren. Und das ist die leider nicht. Und jetzt habe ich die schon ausgepackt. Egal, die kommt jetzt demnächst einfach mal in mein Trash-Paket oder sowas mal mit rein. Gucken. Schade, ne? Ja, wobei, ja, eine Verlosung hier jetzt reinzugeben, ist auch blöd, weil nee. So, hier habe ich nämlich so ein Drogerieprodukt und das finde ich ja schön. Von Ghoul, du bist meine Hair Queen, teile deine Love Speech, Shampoo für strapaziertes Haar. Finde ich schön, werde ich demnächst mal ausprobieren. Solche großen Shampoos verwende ich halt fünfmal die Woche und zweimal die Woche, so wie heute zum Beispiel. Heute ist Dienstag und freitags verwende ich immer diese kleinen Geschichten, die ich in Adventskalendern und so drin hatte, weil ich da sowieso eine andere Haarroutine habe. Ich kann euch hier oben in meiner Haarroutine verlinken, das ist alles ein bisschen freaky bei mir. Und ja, ich wasche jeden Tag meine Haare, einfach weil ich es gerne mag. Und genau, das finde ich toll. Mag ich. Ghoul-Shampoos sind immer gute Qualität, machen tolle Sachen mit den Haaren. Das riecht sehr fruchtig.
sehr fruchtig, so ein bisschen Granatapfel oder sowas. Keine Ahnung, das steht jetzt hier auch nicht so genau drauf, was da jetzt drin sein soll, ne, an duftmäßigen Geschichten. Love Speech, okay, Liebessprache. Dann gönne ich mir die mal demnächst. So, ja, ich hatte nämlich gerade sagen wollen, es ist irgendwie so ein bisschen wenig dekorative Kosmetik. Ich brauche ja immer ein bisschen was für mein Fullface Beautyboxen, was ich ja auch dieses Jahr noch weiterhin drehen möchte. Und hier habe ich was von ULAC Metallic Shine Lipstick. Oh mein Gott, okay. Cosmopolis ist hier die Farbbezeichnung. Ah, ist immer schwierig, ne? Also metallische Lippen ist nicht einfach. Schönes Verpackungsdesign. Das ist so eckig und gold mit einer schönen Gravur hier unten. Das wird jetzt nicht super günstig sein, das glaube ich nicht. Das sieht nicht metallisch aus. Das sieht einfach schön aus. Und dann ist es auch noch hier so eingraviert. Nein, den mag ich gerne leiden, ne? Hat so keinen Eigenduft. Der kommt ins Full Face Beauty Box und dann können wir den mal zusammen ausprobieren. Guck mal, magnetisch. Ja, ne? Da hat sie mich direkt hier die Verpackung in ihren Bann gezogen. Cool. Nö, wird ausprobiert. So, einen habe ich noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, es ist ein Nagellack von Essie. Haben wir doch sicherlich auch unterschiedliche Farben drin. Ja, da kannst du eine dieser Farben drin haben. Und hätte man noch irgendwo? Bei der Schere hättest du auch eine andere Farbe haben können. Bei dem Lippenstift hättest du auch eine andere Farbe haben können. Okay, ja gut, da gibt es verschiedene Alternativen, ne? So, nämlich. Das ist jetzt nämlich die Farbe 810 Starstruck Accord. Das sieht sehr interessant aus. Das ist so lila mit Goldflittern drin. Aber lila, so ein gräuliches Lila, kein, weiß ich nicht, Lila. Habe ich irgendwo ein Lila? So, das wäre zum Beispiel Lila, ne? Das ist halt nicht. Das ist ein anderes Lila halt. So, und ja, da muss ich mal gucken, wie das auf den Nägeln aussieht. Und ich mag das ja gerne, wenn ich so eine Monofarbe habe und dann darüber noch so Glitterflitter. Voll mein Ding. Das mag ich gerne leiden. Probiere ich aus. Kommt auch ins Full Face Beauty Boxen. Das kommt dann auf die Nägel und nicht aufs Gesicht, ist klar, ne? So, eine schöne Box, die jetzt einfach leer ist. Und wir haben coole Produkte. So, gut, die Schere finde ich jetzt nicht so bombastisch, aber alle anderen Produkte feiere ich gerade. Die finde ich richtig geil. Also diese Beauty Sweeties, die sind mega lecker, also gönnt euch die hart. Schaut auch gerne mal bei Rossmann oder bei DM, ob ihr die da seht, wenn ihr das nächste Mal dort shoppen geht. Mitnehmen, geile Geschichte. Duschgel finde ich klasse, Shampoo finde ich klasse, Lippi finde ich basic, aber klasse halt auch, ne? Den Nagellack finde ich interessant, weil diese Farbe finde ich so inspirierend. Wenn man jetzt beim Lippenstift eine andere Farbe gehabt hätte, hätte man auch einen kleinen Griff ins Klo haben können. Also ich hätte mich jetzt zum Beispiel nicht so ultra darüber gefreut, wenn ich jetzt so diesen mega Pinkton oder so hier gehabt hätte, ne? Das wäre jetzt so ein Fail gewesen. Da bin ich eigentlich mit meinem natürlichen ganz gut unterwegs und der kostet 9,99 €. Das geht volle Elle klar. Nicht schlecht, Herr Specht. Also wirklich, mir hat die Box gefallen. Schöne Box. Schreibt mir gerne, wie ihr die Box fandet in die Kommentare unten rein, ne? Aber da hat die Bing Box gut was gemacht. Ihr Lieben, wie gesagt, alle Produkte habe ich euch auch mal in der Infobox verlinkt. Das mache ich eigentlich immer bei meinen Beautyboxen-Unboxings, dass man schauen kann, falls man die nachshoppen will oder so, ne? Und das war es hier von mir. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!